Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück beim Harvest Moon Back to Nature Let's Play. Ja, in der letzten Folge wollten wir ja bei Gods endlich den Auftrag geben, dass wir unsere Farm ausbauen können. Wir haben unsere Hühner draußen gelassen, ohne mal zu füttern. Ja, und zur Sache mit Gods muss ich sagen, ich war trotz alledem rechtzeitig da. Man kann unter der Woche, also wohl die ganze Woche immer ausbauen. Jedoch nur, wenn man ins Haus will, von 11.10 Uhr bis 1 Uhr nachmittags und danach draußen hinter seinem Haus. Ja, das Problem ist aber, ich habe vergessen, hinterm Haus gestern nachzugucken. Dementsprechend, zusätzlich haben wir für den 17. von N eine Einladung bekommen. Da müssen wir mal gucken, was drin steht. Gut, es gibt keine zeitliche Beschränkung dafür. Ist aber auch wurscht. Zusätzlich haben wir uns wieder natürlich Glitch angestellt als Wichtel. Da läuft er nämlich schon zum Gießen, was er natürlich sehr gerne machen darf. In der letzten Folge war es noch so, dass Louis uns gesagt hat, dass wir wertvollen Honig haben, dank der Bienen. Und wir haben den Hammer zum Aufwerten gegeben. So, warte mal, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich werde nochmal unten da den Bereich für die Hühner vergrößern. Mach das ja ordentlich, Freund Blase. Na? So, Sichel, aber nicht dabei. Hehehe. So, ist aber jetzt auch erstmal egal. 1, 2, 3. 4 müssten reichen, glaube ich, wenn ich mich... Ne, ich bräuchte glaube ich 6, damit ich es auf 2 Grasfelder ausbauen kann. Und die Breite von 3 habe ich. So, aber... 1... Ja, komm. 2... Ne, doch, das müsste reichen. Doch nicht verzählt. Zack. Oder... 1, 2, 3, 1, 2, 3, doch, passt. Hehe. Ein goldenes Ei. Na. Voll Blase. Nimm doch mal das scheiß Ei. Oh, ich hab's schon wieder zu viel gedrückt. Ah, wir haben jetzt. Gut, ich kann das goldene Ei normal verkaufen. Ja. Oh, wie ich das hasse. Ja, geh weg. Schnell das Ei weg und wieder nach draußen. Zack. Aber heute werden wir es endlich schaffen, auch den Hühnerstall in Auftrag zu geben, denn es nervt. Ja, zusätzlich werden wir, ich würde mal sagen, noch... wieder Hühnerfutter kaufen. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Was soll das? Das sieht doch nur erschrocken, oder? So. Hier, komm. Ich streichel dich auch wieder sozusagen. Hab dich doch hochgenommen. Tut mir alles leid. Ganz tolle. So, die Hacke brauche ich erstmal nicht. Grassamen nehmen wir dafür. Aber mit. Obwohl, die Hacke kann ich ja lassen. Obwohl, ich werde jetzt eh nichts hacken. Nehme ich die Sichel mit. Ja, sicher natürlich, weil ich wollte gucken, ob das Gras reif ist, ich Idiot. Bam, 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 badam, bam, 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 bam. Ja, es ist. Das ist sehr fein. So, jetzt schnell noch. Chingy.
und dann erstmal zu Gods endlich. Ja, da auch noch die letzte Folge ein bisschen kürzer gewesen ist, würde ich sagen, machen wir in diese Folge mal wieder zwei Spieltage hinein. Und in die nächste wahrscheinlich dann auch. Wobei wir da natürlich dann auf Ends Geburtstag kommen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das genau regeln werde, aber ist ja egal. So, Freund Blase. Jetzt aber. Wehe, du sagst nee. Hä? Boah, hallo! Wie geht's? Boah! Hühnerstallarbeiter, Freund Blase, komm. Boah, für die Erweiterung des Hühnerstalls benötigst du 5000 Gold und 420 Stück Holz. Hast du überhaupt so viel, Hämpfling? Hä? Willst du das machen? Natürlich. Jupp. Oh, okay, morgen fangen wir mit der Arbeit an. Wieso, wer sind wir? Also bringst du Arbeiter mit, Freund Blase? Okay, kannst du machen, wie du willst. So, einmal rotes Gras mitnehmen. Weil ich die Einladung habe. Meine Fresse. Einen größeren Rucksack musst du... Oh, nee, ich gehe über die Farm zurück. Ich wollte jetzt eigentlich gerade die Eier abgeben. Aber das mache ich doch jetzt alles über... Meine... Mano! Über die Farm. So, ab. Ich glaube, früher habe ich sogar mal ausgetestet, die Hühner sozusagen zu quälen mit einem Hammer, Sichel oder so. Ich sag jetzt mal quälen, indem ich die versucht habe, so lange wie möglich unten zu halten, warum auch immer. Aber naja. Zack. Und zack. So, das sieht dann am Ende viel schöner für euch aus. Na, Freund Blase, bist aber noch nicht so weit gekommen, wa? So, dann holen wir ein bisschen Hühnerfutter. Geld kriegen wir heute wieder 450 rein durch die Eier. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hallo Popri. Gefällt dir Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Oh, hallo Martin. Brauchst du etwas? Jep, Hühnerfutter. Wie viel möchtest du? So viel wie es geht, Fräulein. Zack, zack, zack. Nehmen wir gleich 45 mit. Danke, komm mal wieder. Rick bringt alles in die Hühnerhütte, deiner Farm. Zack, 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 zack. Ja, der morgige Tag wird nicht nur mit Gießen sein. Wir werden auch sehr wahrscheinlich... Ja, komm, halt die Klappe. Erst einmal sorgfältig wieder in den Wald gehen und Holz hacken. Wobei wir das heute auch noch machen können, solange bis wir umfallen. Ich glaube, das mache ich auch dann zuerst, denn wir brauchen wieder Holz, denn... Wir können eigentlich nach dem Hühnerstall auch endlich mal das Haus ausbauen. Hast du die Eier gebracht? Ja, hab ich. Wow, wunderbar, gib sie mir. Ja, mitten ins Gesicht. Danke, sie sehen gut aus. Hier das Geld für die Eier. Hupi. So, die Axt nehmen wir als nächstes. Ach, ich muss den Dorfbewohnern unbedingt mehr schenken. Aber ich habe so wenig Zeit. Ich habe mir echt zu viel angepflanzt, würde ich mal sagen, aber na Gott. Nun muss ich damit leben für den Sommer. Wir wollen ja schließlich auf den grünen Zweig kommen, ne? Jetzt muss ich aber echt gucken, ob Gott hier hinterm Haus steht. Der soll ja irgendwie hier hinterm Haus dann. Aber, Nö. Komisch. 1, 2,
6. Ist ja auch egal. Rüber. Ist das anstrengend. 3, 4, 6 eigentlich. Ja, gut. 5, 6. So, das haben wir. Dann bei der heißen Quelle natürlich noch die. Und danach heißt es schon wieder gießen, gießen, gießen. Alles, was unser kleiner Freund Blase nicht geschafft hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab noch 6 Mal. Sagen. Nee. Hehe. Ich versuch's lieber nicht nochmal. So, ein Stündchen noch in die Quellen legen. Schlaf ruhig ein. Und zack. So, müsste reichen. Scheiß jetzt auf das eine Dingens. Gießen. Wie viele Fische habe ich denn eigentlich? Fischfutter muss ich ja nämlich auch bald mal wieder kaufen. Dum, 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 dum. Dann kommt noch ein neuer Rucksack. Das Haus muss größer gemacht werden. Mann, Mann, Mann. Alles. Immer noch 5 nur. Okay. Ja, doch, ich gieße auch da. Gut. Oder das eigentlich nicht müsste, aber hm. So. Der macht ja auch gleich Feierabend, gehe ich mal von aus. Ja, hier, Alter, das eben, die zwei hätte auch noch gießen können, oder? Ist denn das die Möglichkeit? Na. Ja, ich weiß, es ist anstrengend, ist mir aber scheißegal. Na, ich muss natürlich auch mal treffen, ne? Mir da ja gar nicht gegossen bei den Tomaten, der will mich doch wohl rollen. Was macht denn der den lieben langen Tag? Mann, Mann, Mann. Toll. So, jetzt ist ein Mummy gibt. Jetzt müssen wir nochmal zu den Quellen. Super, super. Na gut, das Hacken hat halt mir ganz schön was reingezwiebelt. Aber wenn ich bis 2 Uhr noch im Bett bin, sollte ich denke ich nicht verschlafen. Oh, ein Eichhörnchen. Kann ich nicht mit auf die Farm nehmen? Zack. So, das müsste gereicht haben. Gut, und wenn ich jetzt am nächsten Tag ein bisschen verschlafe, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir kriegen schon alles noch in den Tag unter. So, die hatten wir, genau, hier müssen wir noch. 1, 2, 3, 5, 6.
Ja, es wird knapp mit 2 Uhr ins Bett. Aber doch, schaff mal. Ich will jetzt natürlich gerne mal über das ganze Feld gucken, ob ich nichts vergessen habe, aber wir lassen es mal lieber dabei. Und nichts in der Post. Gut. Aber. Huhuhu. Und zack, in den nächsten Tag. Ja, yeah, und wir haben nicht verschlafen. So, Wetter wird morgen wie? Oh Gott. Ein Orkan. Nein. Das wird fies. Ich habe ja auch nochmal gelesen, dass wenn man zum Beispiel später einen Treibhaus hat, dass ein Orkan das natürlich zerstören kann. Das ist sehr toll. Oh, dann geht ja meine Ernte flöten. Nö. Am liebsten würde ich jetzt nochmal neu laden, den Tag davor. Aber naja, es ist ein Spiel. Ja, Tomatenteig, das ist schon mal sehr gut. Alter. Mehr als 4 geht sowieso noch nicht, ne? Diese scheiß Einladung. Bin ich doof? Kann ich die nicht... Kann ich die nicht in die Truhe packen? Ich glaube nicht, ne? Nur alles, was im Rucksack ist, würde ich sagen. Yep. Okay. Mano, ist doch scheiße. Ja, beim Sturm können wir ja nicht wirklich was machen. Das heißt, da kommen wir auch raus. Können wir nicht raus. Das wird ein sehr kurzer Tag. Oh, wie ich das hatte. Na. Hoffentlich zerstört mir der Sturm keine meiner Ananaspflanzen. Das wäre nämlich echt fies. Naja, wir werden ja sehen, wie es am Ende aussieht. Bringt ja jetzt nichts, sich Gedanken darüber zu machen. Aber hey, notfalls gießen die Wichtel ja weiter. So, teureren Honig. Fische sind gefüttert. Wir nehmen ein Goldeiche mit. Zack, eins. Na. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Alter. Ich gebe dir doch mal die bekloppte Eider. Kann ja nicht wahr sein. Wie sei? Also die Hitboxen sind teilweise echt nervig. Ja, da. Ja, super. Fräuleinchen, du bleibst da. Ach, da liegen 2 Eier auf dem... Oh ja, noch eine Tomate in der Pfote. Alter! Nimm das Ei! Der soll das Ei nehmen!
Nimm das verkackte Ei. Oh Gott, sei Dank. Ich raste da echt aus langsam. So, Fräulein Angel. Bleib erstmal hier, komm. Ich muss hier wieder abdecken. So. Mach mir ja nicht mit Hühnerstall kaputt, Freund Blase. Oh, das wird dir jetzt so nervig, weil ich einen vollen Rucksack habe. So, 17 Uhr mal Zeit, in den Gasthof zu kommen. Bum, 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 bum. Wie soll ich eigentlich? Ah, doch, ich könnte, glaube ich, für Ents Geburtstag noch ein Geschenk besorgen, aber gut, Blümchen einpacken brauche ich eigentlich nicht. Ich bringe einfach Blumen mit. Bam, 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 bam. So, dann haben wir bald wieder genügend Platz für mehr Hühner. Da werden wir aber sehr wahrscheinlich auch mal bald wieder ausbauen. Ausbauen sage ich schon. Was verkaufen. Denn so ein Huhn bringt ordentlich Knete. Aber nein, Kiki, dich werden wir nicht verkaufen. So, zack. Ja. Jetzt geht das hier los. Wollte ich eigentlich nicht rein, aber gut. Jo, 3. 4. Und 5. So, was haben wir dann eigentlich noch an Futter jetzt? 74. Knete gibt es auch eine Menge. Sehr fein. Na dann bringen wir mal die Eier weg. Frauenklatsch, aber diesmal nur mit 2 Mädels. Okay. Hast du die Eier gebracht? Und zwar die 3, die ich wollte. Juhu, wunderbar, gib sie mir. Wow, du bist der Beste, Martin. Ah, Knutscher links, Knutscher rechts. Oh, ich hoffe, du kommst zu meiner Geburtstagsparty. Wow. Dumm. Mal gucken, ob wir noch genügend Zeit haben, das rote Kraut zu ernten. Musste aber. Wird zwar knapp, aber. Das einzige Manko wirklich hier bei Harvest Moon ist, dass man nicht schräg laufen kann. Naja. Dann könnte man nämlich so schön über dem Dorfplatz abkürzen. So, zack. Das schaffen wir locker, Mensch. Mal was im Hühnerstall reinschmeißen. Jo, das sieht doch gut aus. So, Pferd streicheln, Holzklumpen noch holen für den Zaun, der wahrscheinlich sowieso kaputt gehen wird. Thank you.
Oh, unseren Hunden müssten wir natürlich auch mit reinnehmen. Das wäre sonst recht schlecht. Hätte ich nämlich fast draußen gelassen, den Spikey. So, Gott ist natürlich schon in seinem Feierabend. Das ist ja sehr schön. Ich nehme mich heute nicht mit, ich kann mich bewegen. Mach das. Hab ja jetzt ordentlich Knete gemacht. Juhu, er hat sich gefreut. Wuff. Wuff, 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 wuff. Wie gehen eigentlich diese ollen Eierlieferungen? Ist ja egal, Hauptsache ich krieg mehr Geld als beim normalen Händler. Nicht wahr, Freunde? So, komm, ich helf dir mal wieder. Hättest du eh gerade nicht gießen wollen, ich hab's ja gesehen. Feierabend, aber nicht für mich. Oh, bitte lass die Ananas überleben, ey. Oh, ja. So, und beim Ens Geburtstag können wir ja dann vielleicht noch Shinji wieder rauslassen. Kein Wasser. Habe ich vergessen aufzufüllen? Am Vortag? Irgendwie sehen diese Maiskolben, also die Maispflanzen, aber irgendwie auch ein bisschen aus wie so ein Kaktus. Naja. Also nicht alle sehen aus wie ein Kaktus, sondern eine von einer Pflanze. Zack, zack, zack. Zack. Wollte schon sagen, gieß doch weiter. Ja, richtig. Durch. Ja, macht aber auch nur, bevor er ins Feierabend geht, oder? Anstrengend. Und zack. Warte mal. Nö. Ist nicht deren Ernst, oder? Die Hühner haben die Saaten gefressen. Ich Idiot. Natürlich haben die Saaten gefressen. Ich bin so eine Flitzpiepe. Deswegen lässt man ja, wenn man die Hühner ja draußen hat, nicht noch einfach bei Saat. Oh. Ja, so schnell können 1000 Goldmünzen flöten gehen. Yeah! Habe ich schon gerade gewundert, warum sieht denn das Acker so komisch aus? Eigentlich schon vorher ein bisschen. Ich hätte die Tag vorher reinnehmen müssen. Nein, weil sobald das nämlich ein bisschen gewachsen ist, das Gras, macht es nämlich nichts mehr aus, aber so. Ach ja, gehe ich noch mal schnell WXC-Baumstämme noch mal hacken. Ihr verdammten Hühner! Wie können die so viel fressen? Ja, alles kaputt gemacht. Halt. Der richtige Knopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, ihr habt doch 6-mal gehauen, das ist für ein Scheiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat ja funktioniert, ne, super. 1, 3, 4, 5, 6. Geht doch. Na dann. Gehen wir mal schlafen. Unser Pferd haben wir ja gestreichelt. Ja, und nachdem wir schlafen waren,
sehen wir uns dann natürlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ja, in der nächsten Folge natürlich der Sturm und Ents Geburtstag, würde ich mal sagen. Ich sage nur noch ciao, ciao.